in Deutschland nennt man mich auch Sandra Jackson. Sandra Jackson. Jetzt geht's rund. Erst die Oma, dann der Hund. Wir switchen rüber und der Trock. Ich bin hier doch nicht richtig, das ist doch nicht Ballermann, ey. Ist ja schon mehr Spanisch, du, aber noch nicht Ballermann, ey. Ich bin immer verflogen, ey. Und schön grün im Gegensatz zu den anderen. Ich bin wieder verflogen. Wie oft wird die sich noch verfliegen? Die kommt bestimmt nie am Ballermann an. Niemals. Hola, ich spreche kein Japanisch. Lass mich doch einfach in Ruhe. Du sprichst Deutsch. Ich bin auch Deutscher. Hey, was machst du denn eine hier? Deutsche Kartoffel, ey. Ja, deutsche Kartoffel. Boah, ich wohne nach Ballermann hin. Da willst du doch bestimmt auch hin, oder? Nicht wirklich. Ich wohne hier in Sevilla und mache hier einen Sprachkurs. Aber Aha. Wieso willst du denn nach Ballermann? Was willst du denn da? Wie? Du machst freiwillig Schule, ey. Wie dumm bist du denn, ey? Na gut, recht hast du ja. Ja, es ist, also eigentlich ist es nicht Schule. Es ist eigentlich hier in Sevilla wohnen, was richtig cool ist. Und ein bisschen Schule dazu. Aber dafür kann ich Spanisch. Ey, ich kann auch Spanisch. Arriba! Abajo! Ja, sehr gut! Arriba! Das bringt dich auf jeden Fall weiter. Abajo, ja, keiner von meiner letzten Ballermann-Hitsammlung 2010. Okay, das bringt dich sehr weit. Okay, nachdem du deine Therapie beendet hast, die du sicherlich brauchst, solltest du sowas, wie ich hier mache, vielleicht auch mal machen. Das wäre bestimmt gut für dich. Und was bringt das, wenn man kein Spanisch mehr braucht? Na gut, ich werde drüber nachdenken. Aber erstmal will ich ja jetzt nach Ballermann. Und da sprechen ja sowieso alle Deutsch. Da sprechen gar nicht alle. Aber Ballermann hat auch einen deutschen Namen. Baller? Für wegballern mit Alkohol und Mann für die sexy Männer, die da rumlaufen. Ach, ich, nein. Kann es sein, dass du schon ein bisschen an einer Krone hast? Die hat nicht mal eine Krone offen, aber die könnte ziemlich in Schaden im Schädel haben, weil da nichts drin ist. Nee, ich bin immer so, immer einen kurzen Grad vor der Behinderung. Ja, das denke ich mir. Bevor du nach Mallorca... Kannst du Behindertenschein beantragen, ganz kostenlos beantworten. Fliegt, solltest du aber auf jeden Fall nochmal Sevilla anschauen. Du kannst zum Beispiel zum Alcázar gehen, du kannst zur Plaza de España gehen. Digga, ich habe keine Zeit. Ich wollte doch schon lange auf Ballermann sein, ey. Es dauert aber gar nicht lang und glaub mir, du wirst es wirklich überhaupt nicht bereuen. Wenn die da ankommt, ist der ganze Ballermann schon vorbei. Ah, toll. Und was kann ich hier angucken? So nice Boys zum Abchecken, so? Nein, wenn du was in die Richtung willst, könntest du zum Beispiel mal Flamenco tanzen gehen. Tanzen? Ja, in Deutschland nennt man mich auch Sandra Jackson. Sandra Jackson? Das ist super, Alter. Das geht schief. Das geht so schief, Sandra Jackson. Okay, das hat die ganze Behinderung aber ganz schön überschritten. Ja, ja und wo kann ich das jetzt lernen? Also pass auf, Sandra, du gehst die Straße runter, ja? Ja. Nimmst die erste Straße links und dann ist auf der einen Seite schon die Flamenco-Tanzschule. Vergiss es, die hat sich schon verlaufen. Findest du gleich. Die Straße hoch, dann rechts das Gebäude. Das war klar. Nein. Du gehst die Straße. Am besten wäre es, ihr das Ganze umgekehrt zu erklären. Weil dann nimmt sie einen falschen Weg und kommt richtig an. Na, weil sie dann nämlich einen richtigen Weg nimmt, weil man es ihr ja falsch erklärt hat. Das war verwirrend, oder? Einfach runter, ja? Ja. Drehst links ab ja. Und da ist schon die Flamenco-Tanzschule und da sagst du einfach, dass Dominik dich geschickt hat. Okay, die werden dich dann schon kennen. Straße hoch, dann rechts und dann Thorsten schickt mich. Nein, okay, verdammt, das ist doch nicht so schwer. Ja. Nimm einfach die Straße links runter. Das ist die einfachste Wegbeschreibung der Welt und die kriegt sich auf der Reihe gebacken. Ja, dann gehst du, drehst du links über die Brücke und dann gehst du da in die Flamenco-Tanzschule und sagst, dass ich dich geschickt habe. Gehirncrash, ich hab Gehirncrash. Da ist gar nichts drin, wie kann da was crashen? Oh. Boah, verdammt. Tome la calle hasta abajo, tomas la primera a la izquierda y entras a la escuela de flamenco, ¿sí? Straße runter, dann links, sag das doch gleich. Was? Die kann doch nicht jetzt auf immer. Oh, komm, Alter. Na gut, ja. Vielen Dank für die Hilfe, Herr Sprachkursteilnehmer. Gerne. Sprachkursteilnehmer. Gut. Dann werde ich mal ein bisschen tanzen gehen, okay? Schön mit hier, mit Rucksack. Tschüss. Ich glaube, es war das letzte Mal, dass er sich mit einem Tourist unterhalten hat. Mal gucken hier, Tanzschule, Flamenco-Tanzen hier. So, ich zu einer Schülerin, ey. Mal gucken hier, was hier... Wo muss ich da? So, hier Spanisch. Hola, hallo? Hola. Hallo? Hola. Hallo, Sandra. Hallo. ¿Viene a la clase de Flamenco? Ja, Flamenco. ¿Sí? Ja, cool. La postura y la colocación. En el flamenco se nos tiene que ver siempre. Das geht schief, das wird schief gehen. Con actitud. Fuerza. Fuerza. Vale. Vale. Pie para adentro, pie adentro, pie adentro. Muy bien, ok. Das sieht aus, als ob sie sich einscheißt, Alter. Dos, das ist eigentlich mein Style. Cuatro, uno, oh, sorry. Okay. A ver, siempre. Ay, dos, y, tres, uno, tres.
ganz schön her. Aber I don't feel it. The feeling is not there. Ich fühle das noch nicht. Ich muss mich mal, ich habe was mitgebracht. Ich komme gleich wieder. Ich habe was hier. Oh, oh, ich ahne 30 Minuten, Alter. Ja, ja, ich komme ja schon. Hm, guck mal, jetzt sehe ich ein bisschen cooler aus. So, what, ist besser? Pero, better? ¿Qué vas a fin de año? O a la... Minuten hat ihr gebraucht, um das überzuschmeißen. War die vorher scheiße? Ich verstehe wieder nur Spanisch, ey. Ja, ich hätte mich jetzt nicht gewundert. Flamenco-Outfit. Kein Flamenco? Nein. Okay, let's go, power. Ich verstehe kein Wort. Okay. Ja. Ich glaube, ich hätte 100 Jahre gebraucht, um das zu lernen. My air is away. My air is away. Oh, thank you. Mal duschen, ey. Ey, ist auch irgendwie langweilig in Sevilla, ey. Sascha, ich kann Sascha mal anrufen. Sascha anrufen. Ich habe Sie nicht verstanden. Bitte noch einmal. Jetzt wäre es krass gewesen, wenn das Ding Spanisch gesprochen hätte. Sascha anrufen. Weil es in Spanien ist. Bitte einmal ohne Nuscheln. Bitte einmal ohne Nuscheln. Sascha anrufen. Kann es sein, dass Sie beim Sprechen mit Ihren Zähnen auf die Zunge beißen? Da kannst du aber interessant sprechen. Alter, das geht ja gar nicht. Bitte einmal sprechen, ohne auf Ihre Zunge zu beißen. Das wäre viel schneller gegangen, wenn es einfach so gewählt hätte. Sascha anrufen! Hä? Hey, Sascha, na? Was ist das für ein blödes Handy, Alter? Ja, ich habe meine Nummer unterdrückt, ne? Cooler Trick, ne? Ja. Was ist doch ganz cool an dem Trick? Rat mal, wo deine Taxi diese Dame gerade ist. Na jetzt, Ballermann. Nee, nicht in der Klappe. Ich bin in Das ist gut, wenn der Freund, bald Freund, die haben will, ich weiß immer noch nicht, ob die jetzt nun sind oder nicht, sagt in der Klapse. Spanien, mein geilen Bodybräun und meine geilen Titten. Hallo. Hallo. Weg. Cha-Cha anrufen. Cha-Cha. hey, Sascha, na, das war ein bisschen übertrieben, war ein bisschen zu mal. Sorry about that. Hier, klappst nicht, wo ich bin. Ich bin echt auf Ballermann. Ich bin echt auf Ballermann. Ja, willst du mal hören? Ja, ist doch. Ja. Na jetzt. Ey, wo bleibt der Sangria? Sieben nackte Friseusen. Ich hab die Füße im Wasser und den Arsch in Sand. Ja klar, können wir schön ficken. Ja, jetzt sei mal schön neidisch hier, ne? Du hast mich gerufen, ne? Hallo? Hallo? Das wäre jetzt geil, wenn der gesagt hätte, ich bin gerade auf Ballermann, wo bist du? Arschloch. Okay, jetzt können wir. Ja, gut. Ach, war ja nur ein Traum, ne? Oh. Egal. Was? Ja, steck einfach ein, ist ja nicht schlimm. Kostet ja nichts. Lieber Mama und liebe Papa. Ja. Boah, Mama. Auf Ballermann ist es schön. Und ich sag mal so, war gut, dass ich die Pille mitgenommen habe. Das Wetter, das Essen und das Hotel ist alles... Noch eine, die wie Sandra unten rauskommt. Noch eine, die so ist wie Sandra, wenn sie unten rauskommt. Das, ich weiß nicht, ob das in Ordnung wäre für diese Welt. Boah, ey, gestern habe ich was Krasses erlebt. Ja? Gruß aus Ballermann, Sandra. Gruß aus Ballermann. Ja, vielen Dank, dass ihr... Gut, wenn die Karte ankommt, werden sie auf jeden Fall sehen, dass aus Ballermann kommt. Ja, ja.
Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch ein Like da, wenn nicht, dann abonniert diesen und verabschiede mich unbedingt damit raus.